Ja, also wieder bei Ni no Kuni 2. Beim letzten Mal haben wir hier die Windschlangenklippen betreten und, ja, erforschen die gerade. Sind schon ein bisschen gut vorangekommen. Wir haben noch diesen, oh, wie hat sich das Ding genannt? Das ist ein Mech-Book bekommen. Was quasi so, keine Ahnung, unser Tablet für random Infos ist und sowas. Da, wo die Leute teilweise auch Kommentare schreiben. Finde ich auch ziemlich witzig. Und haben einen Windzauber bekommen. Oh, was haben wir da? Das sind nur die Entermesser, die sind nicht gut. Oder zumindest nicht mehr. Oder? Nee. Viel zu wenig Angriff. Die besten. Ich habe noch gerade noch ein normales Schamschir. Das könnte ich doch mal dir geben. Für das feurige Eisenschwert. Ja. Haben, wie gesagt, hier noch ein bisschen erkundet. Bin Zauber. Und wollen nun weiter. Wobei ich jetzt erstmal wieder zurückgehe, um alle Orte abzugehen, die ich mit dem Windzauber vielleicht noch abgehen kann. Mach ich kurz mal auf die Karte. Da an der einen Stelle nach links bin ich, glaube ich, noch nicht gegangen, ne? Das ist auch noch ein bisschen was. Hoppala. Das war das Windding. Das war anscheinend noch aktiv. So. Ah, noch ein bisschen weiter zurück. War das nicht sogar hier? Nein. Irgendwo ganz weit zurück. Meine Güte. Da lasse ich auch erstmal nochmal in Ruhe. Da will ich am besten nicht runterfallen. Ich glaube, an den Gegner hier vorne komme ich wahrscheinlich nicht vorbei. Wie weit zurück? Wie war das denn? Nice. Das hat die gut getroffen. Warte. Na, guck mal. Pusti ist zumindest schon mal nicht mehr alleine. Der hat jetzt einen Kumpel. Immerhin etwas. Spatzenfeder. Hab ich gerade einen Vogel auch mit dabei gehabt im Kampf? So. Hier sind wir noch. Ach so, stimmt. Hier konnten wir gar nicht weiter, weil wir den Wind hier noch gar nicht machen konnten. Das heißt, wir können auch jetzt erst überhaupt hier hin. Und hier ist einfach nur einen Gegner. Okay, hier sind ein paar mehr dort. Level 8 und Level 9. Will ich hier hin? Ich glaube nicht. Here goes nothing. Naja, here goes nothing. Was? Okay. Gehen wir mal. Und tschüss. Ja. Ich sollte mich an das Level halten, ja doch. Ja, also vielleicht so 2-3 Level höher ist okay. 10 Level ist dann doch ein bisschen übertrieben. Nehmen wir lieber hier die kleinen Gegner mit. Die sind ein bisschen angenehmer zu bekämpfen. Vielleicht kriege ich auch ein bisschen Heilung wieder von denen oder so. Hier. Du kannst mich doch ganz sicher heilen, oder? Heilst du jetzt trotzdem noch? Nö. Aber du so. Am Arsch. Du hast sie schnell besiegt. Ja, dann kriegst du halt keine Heilung. Okay. Dann schwächeln wir einfach mit unseren 93 KP einfach weiter rum. Alter. Mal eben, keine Ahnung, 300 KP Schaden gemacht oder so. Bin ich irgendwo noch. Irgendwie im Kopf gehabt, dass irgendwo noch ein anderer Gang war, aber nee. Anscheinend nicht. Das war schon ein bisschen lebensgefährlich, was ich da gemacht habe. Ja, ja. So. Nein, ich möchte nicht speichern. Ich wollte nur heilen. So, wo war das Ding? Da. Dann können wir jetzt auch hier weiter hoch. Na, guck mal, unser Pusti hat jetzt auch 3 Freunde. So, dann gehen wir hier weiter. Kein Anzeichen von Piraten. Was hat er jetzt Piraten die ganze Zeit? Die gleich an unsere Bosse sind in diesem Gebiet oder so. So random Piraten. Eine schummrige Wespe habe ich jetzt bekommen, sehe ich gerade.
Ich drücke mal die falschen Knöpfe. Dunkelschaden oder... ja, kritischer Treffer. Was haben wir da Schönes? Ah, eine Truhe. Ich habe irgendwas glitzern gesehen. So, das noch mitnehmen. Gut, dass hier Knochen rumliegen. Ist nicht verwunderlich. Magiadama. Makadama in neu. So, kann ich den Vogel hier vom Himmel holen. Nope. Das ist ja gerade erst, die tragen da auch einen Zauberstab. Hier, das kannst du mal machen. Wow. Nice. Die Kanone hat geregelt. Nachdem ich hier von dem abgeschossen wurde. Gut, war jetzt auch noch ein KP, aber... ich fand das Abschießen trotzdem nicht allzu nett. So, kann ich? Ist da oben was? Theoretisch ist da oben was. Oder hinter der Wand. Aber ich komme da nicht hin. Sieht man? Da! Okay, das heißt, ich muss da wahrscheinlich ziemlich weit außen rum gehen. Dachte irgendwie, das wäre vielleicht hinter der Wand irgendwas und das zeigt mir das an, aber... nee. Wie sieht die Karte so weit aus? Sieht ziemlich weitläufig da hinten aus. Okay. Ich bin auch gespannt, was für Partymitglieder wir später noch so alles bekommen. Wenn ich mir das so anschaue. Also ein dritter passt auf jeden Fall noch mit rein. Und dann vor allem auch die Frage, ob wir einfach dann nur drei Partymitglieder haben oder auch wechseln können. Also ich will es nicht wissen, das sind nur meine eigenen Gedanken gerade so ein bisschen. Also ich vermute, drei Partymitglieder ist dann voll. Und... was gibt es mir Schönes? Funkelnde Wespe. Also das ist wahrscheinlich auch nichts Neues. Ein Umhang. Au. Hat er mich aus der Luft gefischt. Drei Partymitglieder. Ich vermute jetzt einfach mal noch ein Mädchen. Ah, irgendjemand hat ihn gerade abgeschossen. Haben die Knuffis das gemacht? Die Frage ist dann eher, wie ist das Mädchen so drauf? Weil wir haben ja schon mit Roland einen ziemlich willensstarken Charakter. Muss dann eher ein bisschen anders drauf sein, auf jeden Fall. Darfst du an so einem RPG ja nicht immer nur gleiche Charaktere machen. Hm? Achso, Pust ja da unten rumgepartied. Naja, mal schauen. Ich lasse mich mal überraschen. Ich denke mal, so schnell werden wir eh noch keinen weiteren Charakter bekommen. Gerade weil wir jetzt schon mal zu zweit sind und eigentlich zu zweit mal ganz gut hier durchkommt. Also von daher... na, das denke mal, das dauert noch ein bisschen bis zum nächsten Charakter. So, Ring der Nähe. So, jetzt mal kurz mal gucken. Also die Pistolen, die ich jetzt bekomme, waren auch nichts Besseres, ne? Nein. Achso, und Ring der Nähe war der Nahkampfangriffe verbessert. Aber gibt es jetzt auch wirklich mehr Erfahrungspunkte? Hm. So, da oben soll ich hin. Da war erstmal hier unten hin. Einen Tee. Boah, ja, fruchtiger Tee, den würde ich auch nehmen. Manchmal, nicht immer. So. Wirbelapfel. Sieht auch cool aus. So, da hoch und da. Und jetzt sperrt uns hier das Wasser den Weg. Oder wie ist das? Einfach springen? Never mind. Da versperrt uns gar nichts den Weg. Wir springen einfach durch das Wasser. So, Level 9 Oink Kong jetzt schon. Und einfach noch einen. Au. Ey, zumindest... stop it! Ja, und teilweise aber nichts mehr machen kann, wenn er einen so lockt, sage ich mal, ne?
Und noch ein Shamshi gedroppt. Nice. So eine starke Waffe. So. Kriegen wir jetzt mal eine Heilung vielleicht von euch? Eine kleine zumindest. So in der Umgebung. Immerhin etwas. So. Lass mich schnell mal gucken. Wie stark ist denn das Shamshi? Auch nur 49. Ach ja, das ist aber schon ein bisschen cooler mit den Effekten. Ist auch nicht so viel. Ich lasse es einfach. Ich mag schon gerne Waffen mit Effekten. So. Ein schlichtes Band. Wahrscheinlich nichts zum Ausrüsten, würde ich sagen. Behaupte ich jetzt einfach mal in meinem Übermut. Wie ist der Vogel gerade vom Himmel geflogen? Irgendjemand angegriffen da hinten? Bleib bei hier. Das war ein seltsames Ding. So, so, einfach runter. Oh, ein Ring der Ferne. Das ist wahrscheinlich genau das Gegenstück dann dazu, ne? Fernangriffe plus. Ah, nee, lass mal. Ich behalte erstmal noch meinen Wächterring. So. Ich muss sagen, das Gebiet finde ich sehr schön. Auch so rein optisch. So. Dann mal da hoch. Hoffentlich hält diese Konstruktion. Bloß dich runtersehen. Ach, guck mal. Was wir da haben. Zum Obelisten getönt eine Stimme. Heute bitte ich, morgen stecke ich, übermorgen ein Geschenk. Ich erwarte. Bring mir dieses. Na, du weißt schon. Ist so unglaublich knusprig, wenn man reinbeißt. Ist sogar die Magier-Dama. Da war es im Übrigen Magier-Dama. Genau, du hast erraten. Danke, der Halten. Hi. Das Mobilisken ist ein Gnuffi erstiegen. Laubnuff, der Bunte. Jetzt bin ich ein Kulttourist. Da. Einfach jetzt auch automatisch mit dabei. Also, ach, die müssen ihre Gnuffis erst noch sammeln. Ah. Was habt ihr denn überhaupt für Fähigkeiten? Die Kämpfersache nach Erlottern und Eintreffern. Okay, erscheinen manchmal Kumpf-Nuff-Soldaten. Dann Nix-Auer. Steigert kurzfristig die Verteidigung. Boah. Das ist hier die Fähigkeit, die ich aktivieren kann, glaube ich. Windspiel. Weil ein Feld, das die Resistenz gegen Windangriffe verstärkt. Okay. Und Felsenfest. Verstärkt die Abwehr des erwachten Spielers. Okay. Und die greifen ja eigentlich auch mit an, oder? Der Jakobra-Weg. Das ist irgendwie ein cooler Name. Das Spiel hat es ja auch schön mit Wortspielen. So. Bald haben wir das Tal überwunden. Okay, dann sehe ich schon, da geht's weiter. Und hier ist das Optionale für die Truhe. Für zwei Truhen sogar. Ich bedenke, dass da hinten ja noch eine ist. Bisschen Aroma. Ich dachte, so viel Stuff. Ich bin echt mal gespannt, was man wirklich später alles machen kann. Aber ich habe gerade schon bei der Macadamia gesehen, dass irgendwas mit Rüstungen machen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man später dann einfach aus dem ganzen Stuff, ja, Items herstellt. So, hier noch was Cooles drin. Ein Topf. Also, ein Topf. Ne, drei Blätterkraut. Ich hätte jetzt einfach nur Kräuter gesagt. Heilt. Okay. Soll ich mal jetzt gucken? Also, schaut mal, wo die her sind. Da, Magia-Dama. Boah, da steht wieder für Gerichte jetzt dran. Hatte ich irgendwas mit Rüstungen? Wahrscheinlich wird das eingebildet. Okay. Ich kann ja auch hier einfach runterspringen, oder? Nein. Zu gefährlich. Darf ich nicht. Darf ich hier runterspringen? Darf ich hier runterspringen? Hier darf ich. So.
Hobelfelsen, Stufenklippen, Jakobraweg. So. Das sieht doch hier aus, als würde jetzt irgendwas passieren. Was ist das für ein Geräusch? Jetzt so die Luftpiraten haben als Anführerin ein Mädchen, das sich auch anschließt. Gefangen. Ihr Typen, wagt euch einfach in unser Revier? Ihr habt wohl noch nie von Soran, dem Luftpiraten, gehört. Das tut uns leid, wir sind nicht von hier. Wir müssen hier unbedingt durch. Ach ja, gebt doch zu, ihr seid bloß hier, um unser Versteck auszuspähen. Hilft nichts, wir müssen euch leider töten. Das ist verdammt recht. Laut dem Gesetz der Luftpiraten steht auf Eindringen in den fremden Luftraum die Todesstrafe. Wir waren nicht noch im Luftraum. Wartet, wie sollen wir denn bitte noch in den Luftraum eingedrungen sein? Wir fliegen ja nicht einmal. Ist uns doch Schnuppe. Muxen wir sie ab. Finde ich jetzt nicht so geil. It was nice to make your acquaintance. Mistress Tani! What are you doing? Potenzieller Teamcharakter incoming? Taking the law into your own hands, eh? The boss will love that. We... You were all set to play judge, jury, and executioner. Then drag their bodies back to claim the reward, weren't you? Go on, I dare you to deny it. Well now, I never... I thought as much, but what happens to them isn't your decision. It's Batu's. Now take them back to base before I tell him you've forgotten who's in charge. Ich habe keine Ahnung, was sie sagt, aber gut, dass wir Untertitel haben. Yes, miss. What should we do? We'll wait for an opening and run. All right. You two, take this lot back to base. I'm going to scout around a bit more. The Wyverns are on the prowl again. Don't worry. The boss is a reasonable man. Most of the time. How could he not be? He's my dad. What? Dann reden wir erstmal mit dem Boss. Shanty hieß die jetzt. Versteck der Luftpiraten. War auf jeden Fall interessant. Hier. Oder hierher. Noch was zu sagen? Nö, darf nicht mit dir reden. Dann halt nicht. Folgeartig dem Piraten. Was ist ja Soran wohl für einer ist. Mittel hat vorher meinte, sei einer, der mit sich reden lässt. Hoffen wir das Beste. Das ist also das versteckte Luftpiraten. Das ist mir irgendwie bedeutend kleiner vorgestellt. Ja, bloß anständig, sonst dürft ihr gleich der Welt Lebewohl sagen. Okay, ich folge ja. Roland haut erstmal ab. Was wollen wir uns vorhaben? Wir haben jetzt Falsches getan, das wissen sie auch. Bleibt nur zu hoffen, dass... Ich kann einfach nicht zu Ende lesen. Viel zu schnell. Die kleinen Texte, die immer unten stehen. Schleichen wir einfach langsam hinter ihm her. Roland, wo bist du hin? Ich sehe nur dieser Soran. Vielleicht der mit dem Bart? Naja, der sieht nicht wichtig genug aus. Vielleicht auch doch. Sieh an, sind das unsere Wandervögel? Jupp. Wo ist denn der Boss? Ich muss ihm Bericht erstatten. Doch nicht. Sag ich doch, die sieht nicht wichtig genug aus. Oi, matey. What? Oi, says I. So, what do we have here? Well now. Wir sind also die Gestalten, die durch die Windschlangenklippen spazieren. Hört zu, wir haben einen Grund für das alles. Wir wollen nur zur Stätte der Sonne. Seid in unser Revier eingedrungen. In der Welt der Luftpiraten steht darauf die Todesstrafe. Keine Ausnahmen. Am besten speist euch vor den Klippen. Dann haben die Fraßgeier was zu futtern. Aber... Hey.
Moment, ihr habt hier König Evan, den König von Katzbuckel, vor euch. Ihr könnt euch nicht erdenken, was das bedeutet. Ha, guter Witz. Ich hab zwar gehört, dass der Prinz von Katzbuckel nach dem Tod seines Vaters den Thron übernommen hat. Aber das, was sollte der neue König hier wollen? Es gab einen Putsch. Seither sind wir auf der Flucht und die führt uns eben durch dieses Gebiet. Was? Ja, sowas habe ich tatsächlich letztens von der Luftvereinigung gehört. Vielleicht sagen sie ja die Wahrheit. Was du nicht sagst. Na, dann ist doch besser, wenn sie gleich hier sterben. Damit Katzbuckel ein besseres Land und die Beziehungen zu den Luftpiraten werden sicher auch besser. Oi. Boss, ist was Schreckliches passiert? Shanti wurde von den Würmern entführt. Sie sagen, dass wenn dir das Leben deiner Tochter lieb ist, sollen wir unser Versteck verlassen. Snakes alive! Was? Snakes alive? Was? Verdammt, diese Feigen! Wenn wir unser Versteck verlassen, sind wir den Würmern schutzlos ausgeliefert. Sie werden uns allesamt massakrieren. Hilft nichts. Wir bleiben. Ich kann schließlich nicht das Leben aller hier aufs Spiel setzen. Was? Sie wird's verstehen. Sie ist schließlich meine Tochter. Aber Boss... Sei still, es reicht. Warte, wie kannst du sie einfach so aufgeben? Wie bitte? Wenn niemand anderes geht, lass mich es wenigstens versuchen. Ich kann Shanti helfen. Bitte glaub mir so ran. Shanti hat uns geholfen, als wir in Not waren. Jetzt müssen wir ihr helfen. Was springt für euch dabei raus? Boss, der will doch bloß abhauen. Wir laufen nicht weg, Ehrenwort. Verdammt, was habt ihr vor? Hört doch was im Schilde. Ich habe mich entschieden, König zu werden. Ich werde ein Königreich erschaffen, in dem alle glücklich sein können. Tja, du wärst ein König. Bist aus Angst vor dem Tod geflohen und hier gelandet, oder nicht? Diese Welt versinkt in Kriegen. Wenn du irgendwann König wirst, wird Glück sicher das Letzte sein, woran die Leute denken. Dann werde ich... ...ein Ende zu Krieg und Misery. Ich unite alle Kingdoms in Peace. Okay, einfach mal der König der Welt werden. What's that now? Not just a king indeed, but the king of the whole blessed world, eh, lad? If that's what it takes, I have to try. And I can't stop trying until everyone is able to live happily ever after. So I can't let it all end here. Silence! You were saying, lad? If I can't repay my debt to Tanny, I don't deserve to be king. I don't deserve to live. So kill us if you must. But at least give us a chance to save her first. And if we do, grant us safe passage to the king's cradle. So that's your game, eh? Yes. All right, Sunshine. You've got yourself a deal. Sunshine. Mhm. All right. Habt ihr eine Ahnung, wo sie Shanti hingebracht haben könnten? Oi. Westlich von dir befindet sich das Nest der Würm. Sie ist ganz bestimmt dort. Hier im Versteck werden auch Waffen und Medizin verkauft. Deckt euch mit allem Notwendigen ein. Roland, wir müssen uns beeilen. Shanti ist bestimmt in Gefahr. Ja. Eigentlich fehlt Roland echt nur noch so ein Bart, so wie er ständig da an seinem Kinn rumzupft. Okay. Dann haben wir uns zumindest jetzt mit denen so ein bisschen vertragen. Hey. Und dürfen die jetzt, ja. Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Ich habe mittendrin einfach den roten Faden verloren. Ja. Also, wir haben uns mit denen vertragen und jetzt können wir uns hier auch mal ein bisschen umschauen und alles. Und jetzt helfen wir denen auch. Das ist interessant, das Pirat mit Lebenserfahrung. Na, und die haben es so nicht mit ganz mit Katzbuckel. Ein geheimer Ort. Okay. Können wir irgendwie noch irgendwas finden oder so? Es ist schon ziemlich dreist, das Piraten auszurauben, oder? Aber hey, die Sachen vermissen die sicher nicht, die hier überall rumliegen. Die nehme ich da mal mit. Habe ich nicht irgendwo hier gerade einen Shop gesehen? Tja.
Was hast du denn so? Irgendwelche coolen Angebote, wie der andere Typ letztens? Nee. So, die wären gut, ja. Wenn ich das so angucke. Ja. Zack. Wenn ich mir diese Liste so angucke, könnte echt sehr viel mehr als nur drei Charaktere sein. Umhang haben wir. Wespe haben wir. Ja. Ah, ich sehe schon die normalen Sachen, die man hier so kaufen kann. Ja, guck mal hier, so ein Hammer und eine Lanze. Sachen, die man hier so kaufen kann, sind gar nicht mal so toll. Die haben auch meistens, oder wie ich das richtig gesehen habe, auch keine Effekte. Ups, da kann man so sehen. So, aber ich glaube sonst... Wahrscheinlich erzählen die einfach noch hier und da so ein bisschen was. Hast du noch so... Keine Gnade. So. Hat irgendwo gerade noch den Schnellreisepunkt gesehen. Ich glaube, der war oben. Nicht hier unten. Ups. Mitnehmen. Ab nach oben wieder. Und dann können wir uns dann im nächsten Part dann auf Richtung Würmnest machen, um Shanty zu befreien und potenziell ein neues Teammitglied zu bekommen. Bin ja mal gespannt. Also wie gesagt, aus dem Verkaufsfenster sieht es aus, als könnte man mehr als drei Charaktere haben. Ob das dann auch wirklich stimmt? Mal schauen. Aber gibt es hier keinen Speicherpunkt? Ich habe jetzt keinen nämlich gesehen hier drin. Schauen wir mal vielleicht noch am Anfang des Gebietes hier irgendwo. Oh ne, da vorne geht es schon raus. Na gut, dann halt keinen Speicherpunkt. Dann würde ich sagen, das war's von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.